wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Willkommen im neuen Video. Wie ihr sehen könnt, sind die Haare endlich weg. Nach 4 Monaten war ja nicht mehr normal, ne? Freunde, wegen dem Corona und so weiter. Ist ja immer noch leider nicht weg. Wird auch nicht weggehen. Muss man sich anscheinend dran gewöhnen oder so. Eben halt impfen und so weiter, aber darüber reden wir mal nicht, weil jeder hat so seine eigene Meinung. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, aber ja, Freunde, ja, gerade mich von hinten gesehen, bin halt nackt, wie ihr sehen könnt, Boxershort, T-Shirt, hat einen Grund, ich werde mich jetzt wiegen. Ja, wegen meinem neuen Job, ich bin ja sehr oft draußen, wie gesagt, und das Lustige ist, ich laufe ja sehr viel und daher habe ich auch abgenommen, also jetzt nicht so viel, also mein höchstes Gewicht war bis jetzt, was ich je hatte, 102 Kilo. Und da wog ich immer so 99, 98. Und ja, Freunde, ich habe jetzt ein T-Shirt an, Boxershort, und ich werde mich jetzt gleich wiegen, dann zeige ich euch das. Und wollte eine kleine Info loswerden, zwecks meinen Kanal. Und zwar, was ich so drehe und was ich nicht drehen würde. Also ich merke gerade, ich drehe wirklich sehr gerne alles, weil im Endeffekt ist es ein Lifestyle-Kanal. Klar, man hat bestimmte Themen immer und so. Und ich habe auch letztens in den Kommentaren manchmal gelesen, dass manche gerne wieder ab und zu mal Kochvideos wollen oder Sportvideos irgendwann mal, wenn die Fitnessstudios öffnen, würde ich euch auch mal gerne mitnehmen. Und eben halt alles Mögliche. Aber ich würde sehr gerne demnächst auch mal wieder ein paar Videos machen, wo ich im Auto sitze, ein bisschen über Autos quatsche. Bei einer wollte wissen, Unterhaltskosten, je nachdem, was man so für ein Auto hat oder wie man sich ein Auto anschaffen würde oder sollte, wenn man da noch nicht so viel Geld hat. Dann Kochvideos drehe ich sehr gerne. Also ich würde gerne Kochvideos, dann Autovideos, Chillvideos, wie ihr letztens im letzten Video gesehen habt, mit Shisha rauchen am Wannsee und eben halt. Also ich drehe wirklich alles Mögliche sehr gerne. Und was ich nicht drehen würde, sind so Reaktionsvideos, wo man eben halt über andere Leute redet und so. Ist jetzt nicht so meins, ne? Weil jeder soll das machen, worauf er Bock hat. Und hatte ich, glaube ich, mal gemacht, aber da habe ich nichts Negatives gesagt, sondern nur, dass es mir gefallen hat, der Kanal. Und ja, Freunde, also wie gesagt, das ist so mein Thema, was ich demnächst auf jeden Fall drehen werde, und Sportvideos definitiv auch irgendwann mal wieder. Und ich werde mal jetzt gucken, was ich so wiege. Ich bin mal selber gespannt. Gut, ich habe jetzt ein T-Shirt an und eine Boxershort. Was wiegt sowas? Vielleicht höchstens 200 Gramm oder sowas. Ein T-Shirt, Boxershort ziehe ich jetzt nicht aus, das wollt ihr euch nicht antun, Freunde. Ich stelle euch mal kurz hin. So, kann ich mich schon mal wiegen. Ich kann euch auch auf die Waage zeigen. Einen Moment, zack, da ist die Waage. Bisschen vor, zack. Zeigen, und zwar ich wiege 95,5. Falls ihr es sehen könnt, da sieht man das auch schon. 95,5, Freunde. Und ja, Freunde, ich mache mal wieder die Kamera gerade ein bisschen. Alles ungeschnitten, Freunde, diesmal. Ne, schöne Grüße an Kleno. Der hat letztens gesagt oder in einem Kommentar auch geschrieben, dass manchmal auch die Videos, wenn die nicht zugeschnitten sind, dass es dann besser rüberkommt bei manchen Videos, wie gesagt. Schöne Grüße, Kleno. Und ja, also wollte ich mal dieses Video nicht so großartig schneiden. Und ja, Freunde, das war's erstmal. Also freut euch auf die nächsten Videos, also Autovideos, Ernährungsvideos, also Essen, vielleicht mal was testen oder so, und Sport, Abnehmen, eben halt das Ganze drumherum. Ja, Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Bleibt alle da draußen gesund, wie immer. Und gebt mir einen Daumen nach oben, also liked das Video, teilt das Video, kommentiert, was euch gefallen hat, was nicht. Und abonnieren nicht vergessen, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Ansonsten, Freunde, wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Easy Lifestyle, ciao, ciao.